Ja, herzlich willkommen zu einer von uns nicht geplanten, aber von Ihnen vielfach gewünschten weiteren Folge unserer Serie, wie es einmal früher war, in den Wirtshäusern. Hier aus dem Freilicht-Gasthausmuseum der Familie Schmierl in Buchberg am Schneeberg. So, Kinder, jetzt geht's weiter. Bitte, Klaus Konrad, du glaubst mir die Geschichten von früher nicht, du als Vater möchtest nach Hause gehen mit deinen Freunden spielen? Schau her, Klaus Konrad. Ich meine, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass du Freund hast. Aber wenn sie du im Moment mit mehr als drei Freunden triffst, dann gilt das jetzt in Österreich als Versammlung oder als Demonstration. Und beides muss vorher angemeldet werden. Also, bleibst noch ein bisschen da, horchst noch mal ein bisschen zu. So, Kinder, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass den Wirten früher ganz viel vorgeschrieben haben, wie zum Beispiel die Allergenkennzeichnung in den Speisekarten. Und dann ist man auf die Idee gekommen, man könnte ihnen ja noch vorschreiben, eine Herkunftsbezeichnung für die lokalen Schmankerl. Naja, gut. Hat ja alles seine Berechtigung. Dann war also in der Speisekarte gestanden, zum Beispiel ein Zwiebelrostbrot mit Erdäpfeln, die ganzen Allergene waren dort gestanden und dann waren dort gestanden, also die Erdäpfel sind vom Huberbauern, von dem und dem Acker und das Rindviech hat einmal Resikassen und hat dem Bauern gehört und ist auf der und der Wiesen gestanden. Ich meine, hat ja alles seine Berechtigung. Man will ja wissen, wo das alles herkommt. Ich meine, das ist jetzt arg, aber das war jetzt im Vergleich dazu, wenn Sie jetzt eure FFP2-Masken nehmt und da steht drauf Hygiene Austria, Made in Austria. Und diese Masken sind nicht einmal in Österreich gefertigt, sondern was nicht irgendwo in China oder was. Nicht? Na, kann man sich nicht vorstellen. Na, voll arg, na, das gibt's ja gar nicht. Gut, und dann hat man den Wirten einmal einen Lichtblick gegeben und hat gesagt, man, sie dürfen so Ende März 2021 aufsperren, aber auch nur im Schanigarten. Und das war ja bei uns gar nicht schlecht, weil da kannst du draußen sitzen im Buchberg am Schneeberg und siehst noch rundum und um den Schnee und da kannst du Mittagessen essen. Ja, aber jeder Platz hat nicht besetzt werden dürfen, nur jeder zweite Platz, weil am ersten Platz ist immer der Babyelefant gesessen. So, Kinder, und jetzt erzähle ich was, weil wie ich so alt war wie es, da hat es nur einen einzigen Babyelefant gegeben, in ganz Österreich. Und der war in Schönbrunn. Und das auch nur alle 2 Jahre, weil so lange dauert es, bis ein Babyelefant auf die Welt kommt. Und dann habe ich euch auch vom Finanzamt erzählt, und dass die immer geglaubt haben, dass die Wirten so reich sind, weil sie so viel schwarz machen. Und um diesen Glauben zu bestätigen, haben sie hier und da mal die Finanzpolizei ausgeschickt zu einer Kontrolle. Finde ich in Ordnung, ist ja voll legitim. Und eines Tages, aber das ist jetzt schon ganz lang her, das war noch vor meiner Umschulung, vor meiner AMS-Umschulung zum Museumswärter, damals war ich noch Wirt, da habe ich sowas einmal miterleben dürfen. Und stellt euch vor, wie das war. Also, eines Tages geht die Tür auf und 2 Männer stürmen eine, ohne zu grüßen, und sagen, halt, stopp, alle stehen und liegen lassen. Im ersten Moment habe ich geglaubt, das ist jetzt ein Überfall. Aber ich habe mir gedacht, nein, das kann kein Überfall sein, weil die haben ja keine Masken auf. Und wie wir schon gelernt haben, weil früher hat man ja nur im Fasching eine Maske getragen und außerhalb vom Fasching haben eigentlich nur Bankräuber eine Maske getragen. Ja, und eventuell noch der Batman. Aber der war nicht so oft im Wirtshaus. Und ich habe es ganz freundlich gefragt, ja, bitte sehr, die Herren, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann sagt, ja, Finanzpolizei, das ist eine Kontrolle. Und ich habe gesagt, kein Problem, ich habe nichts zum Verbergen, was wollen Sie sehen? Und ich habe gesagt, ja, wo ist Ihre Registrierkasse? Und ich habe gesagt, ui, oh, das ist mir jetzt wieder, das ist mir peinlich. Stellen Sie sich nur vor, so ein blöder Zufall. Vor 5 Minuten ist meine Frau mit der Registrierkasse spazieren gegangen. Irgendwo oben im Park oder so. Keine Ahnung, das tut mir leid, das ist mir jetzt wieder. Und die haben gesagt, nein, nein, das geht in Ordnung, ich sehe mich ein, ist kein Problem. Gut, danke, das war's schon, auf Wiederschauen. Voll arg, kann man sich das vorstellen, oder? Aber so arg war das vielleicht, gell? Gut, Kinder, dann sind wir soweit, dann könnt ihr jetzt nach Hause gehen, gell? Bitte aber auf dem Nachhauseweg nicht mit fremden Kindern sprechen, es sei denn, sie sind aus dem eigenen Haushalt. Gut, und bei euch darf ich mich nochmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gern wieder ein Like und tut es recht oft ein, damit ganz viel Leute sehen und sich daran erinnern können, wie es früher einmal war in den Wirtshäusern. Und wenn es wirklich so mal soweit ist und es kommt zum Tag der offenen Tür in den Wirtshäusern, dann freuen wir uns narrisch, wenn wir uns bei uns im Buchberg am Schneeberg und bei euch am Wirt ums Eck dann treffen. Und das wird dann irgendwie ultra arg. Danke, Baba, pfiat euch.